herzlich willkommen. Schön, dass Sie diese Woche auch wieder eingeschaltet haben. Wir haben heute drei Themen für Sie vorbereitet. Das erste Thema ist, dass die Vereine von Grevesmühlen sich im Vereinshaus versammelt haben. Und was dort geschah, sehen Sie jetzt. Es ist gute Tradition, dass jährlich im ersten Quartal eine gemeinsame Beratung des Bürgermeisters der Stadt Grevesmühlen in seiner Funktion als Bürgermeister, aber auch in seiner Funktion als Leiter der Verwaltung und allen Vereinen der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen stattfindet. Damit soll Gelegenheit gegeben werden zum Austausch in der Zusammenarbeit. Positives, aber auch Schwachstellen sollen benannt werden. Unsere Vereine und Verbände, aber auch Interessengruppen bieten für alle Einwohner vielseitige und interessante Angebote für die Freizeit und das kulturelle Leben insgesamt. Das Vereinsleben wird gestaltet durch viele engagierte Mitglieder und trägt dazu bei, dass wir uns hier zu Hause fühlen. Nach unserer Übersicht gibt es jetzt etwa 110 Vereine. Der Vereinsbeirat unterstützt das Zusammenwirken der Vereine und Interessengruppen untereinander und die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Amtsbereich. Mit dem Ziel, interessante gemeinsame Veranstaltungen für unsere Einwohner zu koordinieren. Wir machen auch den Veranstaltungskalender, Einkaufs- und Veranstaltungsführer, habe ich eben gesagt. Dann sind wir gemeinsam mit dem Piraten Open Air auf der Grünen Woche gewesen, mit recht gutem Erfolg, mit gutem Imagegewinn für die Stadt Grevesmühlen. Wir machen gemeinsam mit den Piraten Open Air auch den Piratentaler, den wir im letzten Jahr ins Leben gerufen haben, in diesem Jahr weiter und hoffen, dass er ein bisschen mehr Erfolg hat als das im letzten Jahr. Als Gruppe die Trainer der Abteilung Leichtathletik von Blau-Weiß. Weil Robert Simon, Claudia Kuschnitz, Jana Mills, Ingo Heine, Reinhard Dominik, Steffen Woll und Lea Georgi. Und nun kommt ein weiterer Film von der Filmpremiere, und zwar der Film Vermisst. Seien Sie gespannt!
Und hier sind noch die Kleidungsstücke, die gebe ich dir dann dahin. Dankeschön. Ciao. Was ist denn los? Guckst du traurig? Ich würde halt schon gern wissen, wer meine richtigen Eltern sind. Ja, wir können auch gucken und herausfinden, wer deine Eltern sind. Wie willst du das denn machen? Ich lass mir schon was einfallen. Hallo, guten Tag, hier ist Sophie. Hallo, guten Tag. Ja, hier ist Anna Schiedler. Was ist denn das Problem? Ich vermisse jemanden. Okay. Okay. Die Mutter meiner Freundin. Ja? Ja, das passt. Okay. Ciao. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin die Frau Schiebler. Ich bin die Sophie. Was ist denn genau passiert? Meine Freundin sucht ihre Eltern. Also sie hat mir erzählt, dass sie vor 14 Jahren vor der Kirche gefunden hat, das hat ihre nicht leibliche Mutter ihr erzählt. Ich stehe hier heute vor dem Amtsgericht, um Informationen über die vermissten Eltern der Maya rauszukriegen. Ich habe von den netten Angestellten eine Information bekommen und werde jetzt zum Einwohnermeldeamt von Grevismühlen fahren. Ich stehe gerade vor dem Rathaus in Grevismühlen und werde jetzt nach Informationen gucken. Ich komme gerade aus dem Rathaus und habe ein paar wichtige Informationen gefunden und ich habe noch eine große Überraschung. Ich stehe jetzt vor der Haustür, wo Mayas Eltern wohnen sollen. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Anna Schiebler. Hier sollen vor 5 Jahren eine Maya gewohnt haben. Kennen Sie die? Also ich kann dazu sagen, vor 5 Jahren hat meine Tante hier gewohnt. Aber eine Maya kenne ich leider nicht. Wissen Sie denn, ob Sophie eine Schwester hat?
Ich habe gehört, vor 14 Jahren ungefähr sollte es eine Schwester gegeben haben, aber die ist nicht mehr aufgetaucht. Ich kann Ihnen aber sagen, wo meine Tante wohnt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich Mayas Mutter finden kann. Hallo? Guten Tag, sind Sie Maya? Ja. Ich habe eine gute Nachricht für Sie, kann ich reinkommen? Also ich bin Anna Schiebler von der Sendung Vermisst und deine Freundin Sophie hat sich bei mir gemeldet. Und zwar hat sie mir erzählt, dass du deine Eltern gerne kennenlernen möchtest. Stimmt das? Ja. Und zwar habe ich hier eine DVD mitgebracht. Möchtest du die sehen? Ja, gerne. Also ich hatte ja damals zwei Kinder bekommen, Zwillinge. Und naja, als mein Mann auch dann noch verstorben war, als ich die beiden gerade auf die Welt gebracht hatte, dann hatte ich eben noch weniger Geld und keine Unterstützung und ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen. Ja, natürlich würde ich sie gerne treffen. Sie ist halt meine Tochter und ich interessiere mich schon für sie. Und ich habe auch schon ganz oft versucht, sie wiederzufinden. Es ist mir halt nur nicht gelungen. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen. Und das ist meine Tochter, ja? Darf ich das Foto behalten? Kann das sein, dass ich sie schon mal gesehen habe? Ich bin der Meinung, ich habe sie schon mal mit meiner Tochter zusammen gesehen. Ich habe die drei zusammengeführt. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Leben. Nun sind Sie ein Film von der Filmpremiere, und zwar den Film Schreck. Viel Spaß! Auf Seite 7 müssen wir noch die Nummer 7 beenden und noch das Arbeitsblatt Seite 7 machen. Und in Bio müssen wir das Deckblatt Fische am Computer machen. Okay, dann machen wir das jetzt mal, würde ich sagen. Also müssen wir nur etwas in Bio machen. Genau. Ja, hey, wir haben dann noch eine andere Hausaufgabe auf. Ja, stimmt, wir müssen ja einen Film noch machen. Schneiden. Ja. Es ist im Moment alles ein bisschen schwierig mit Lenny. Also ich spule mal weiter vor. Ich glaube, hier waren wir, ne? Ja, da waren wir doch
auch schon, oder? Ich weiß nicht. Ja, ja, doch. Oder? Ja, da waren wir schon. Ich glaube, hier müssen wir noch schneiden. Was war das? Weiß ich nicht. Komm, wir gucken weiter. Was machen die Hausaufgaben? Seid ihr bald fertig? Ja. Ich habe mich noch schuldig gegeben. Was für dich? Haribo, Nüsse. Bitte. So, liebe Leute, das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.